Bergman bei Die for Tomorrow. Eine Serie von Dialogen, die von der Universität für angewandte Kunst derzeit im virtuellen Raum veranstaltet wird. Konkret geht es darum, ausgehend und angestoßen von den aktuellen großen Herausforderungen über die Zukunft von Bildung und Wissenschaft, über die Zukunft von Kunst, Design und Architektur und über die Zukunft von Arbeit und Politik zu reden. Gerade in Zeiten von Umbrüchen und Krisen, die wir jetzt hautnah verspüren, gerade in solchen Zeiten wird ja die Notwendigkeit zum Neudenken zentraler gesellschaftlicher Sektoren ganz offensichtlich. Und das machen wir heute mit Manfred Nowak, einer der profiliertesten und bekanntesten Menschenrechtler. Nur ganz kurz zu seiner Person. Jurist, Menschenrechtsexperte weltweit. Er war Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter, Richter an der Menschenrechtskammer von Bosnien und Herzegowina. Er gründete Anfang der 90er Jahre gemeinsam mit Felix Ermacor und Hannes Tretter das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte, das bis heute eine zentrale Rolle in Österreich in dieser Thematik spielt. Er war bis 2019 dort wissenschaftlicher Direktor. Er ist Generalsekretär des European Inter-University Center for Human Rights and Democratization in Venedig. Er hat unzählige Publikationen verfasst in den Bereichen Verfassungs-, Verwaltungs- und Völkerrecht mit eben den Menschenrechten. Er ist Träger des Deutschen Bundesverdienstkreuzes, Professor für internationales Recht und Menschenrecht an der Universität, war er bis vor kurzem Lehrgangsleiter auch an der Universität Wien des Master of Arts for Human Rights und ist jetzt Leiter des Masterlehrgangs Applied Human Rights an der Universität für angewandte Kunst Wien. Ein Lehrgang, der Corona-bedingt jetzt erst im Sommersemester 2021 beginnen wird. Er ist Träger von zahlreichen Ehrendoktoraten und Ehrenprofessuren. Darunter ist mir aufgefallen, bist du Professor Honoris Causa der Eötvös Loránd Universität in Budapest. Manfred, würdest du diese Ehre auch heute noch bekommen? Ich fürchte nicht, ja. Die Situation hat sich doch in Ungarn deutlich verschlechtert. Und auch mein Ehrendoktorat war schon im Zusammenhang mit dieser Verschlechterung, dem Druck auf die Universitäten. Zum Teil sind damals schon Kollegen und Kolleginnen weggegangen. Und wir haben hier im Rahmen dieses European Inter-University Center auch mitgeholfen. Und das war der entscheidende Grund, warum ich dann dieses Ehrendoktorat, diese Ehrenprofessur bekommen habe. Wir erleben ja derzeit weltweit, das würde man sagen, wieder einmal eine Erosion von Menschenrechten in Europa. Wir kennen die Situation in Ungarn, in Polen, die Konflikte und Auseinandersetzungen der Europäischen Union. Wir erleben eine Verschärfung der Situation in Hongkong ganz aktuell. Und wir erleben ganz aktuell eine Verschärfung der Situation in den USA. Eine Situation, die mich manchmal erinnert an die 1950er, 1960er Jahre, wo jetzt, gestern wir in den Nachrichten hören könnten, dass ernsthafte Leute sogar warnen vor einer Gefahr der Diktatur in den USA. Beschleunigen Krisen diese unangenehmen und gefährlichen Entwicklungen? Ich glaube, es ist eine Wechselwirkung. Ich sehe doch eine deutliche Verschlechterung, eigentlich schon seit Jahrzehnten. Es geht so Schritt für Schritt, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg
neue Weltordnung, kein Krieg mehr, Armutsbekämpfung, Menschenrechte, doch Schritt für Schritt, insbesondere in Zeichen der Globalisierung, aber unter neoliberalen Vorzeichen demontiert wird. Das heißt, immer weniger Staat, Deregulierung, Privatisierung, das höhlt einfach sehr viel aus. Für Menschenrechte brauchen wir Staaten, die Menschenrechte schützen, auch respektieren natürlich. Es gibt so viele Elemente, die wachsende ökonomische Ungleichheit, die eine direkte Folge ist, auch die Verunsicherung der Menschen, die Ängste, und die werden dann wieder geschürt bzw. ausgenutzt von populistischen Politikern, aber auch von neuen Autokraten. Und die Länder, die du genannt hast, werden heute von Autokraten regiert, ob das Ungarn ist oder Polen, aber auch die Vereinigten Staaten. Für mich sind die Vereinigten Staaten keine wirklich gut funktionierende Demokratie mehr. Demokratie lebt vom Konsens, dass man wirklich zwar politische Gegner hat, aber dann irgendwann doch zu einem Kompromiss findet, ohne dadurch, dass man Minderheiten schützt. Und in Amerika ist die Position so sehr verhärtet zwischen den Fronten, dass nicht einmal jemand wie Barack Obama es geschafft hat, wiederum Präsident aller Amerikaner zu werden. Das war sein großes Ziel. Und unter Trump ist das noch viel schlimmer geworden. Das heißt, ich sehe die Demokratie und natürlich auch die Menschenrechte in den Vereinigten Staaten wirklich sehr in Gefahr. Der Rassismus, der sich jetzt wieder gezeigt hat, erinnert sehr wirklich an die übelsten Zeiten des Ku Klux Klans in den 50er und 60er Jahren. Aber wir erleben doch derzeit auch weltweit eine Renaissance des Staates. Selbst Politiker, die Jahre, Jahrzehnte lang gesagt haben, weniger Staat, mehr Privat, greifen jetzt zu staatlichen Mitteln, um die Wirtschaft zu retten, um die Situation zumindest nicht total aus dem Ruder laufen zu lassen. Auch in den USA gibt es zum Teil diese Tendenzen. Und trotzdem ist die Situation die, dass die Menschenrechte angesichts von Notwendigkeiten aus der Wirtschaft, Notwendigkeiten am Arbeitsmarkt, die zweite oder dritte Rolle nur mehr spielen? Ich glaube nicht wirklich, dass wir eine Renaissance des Staates sehen, wenn ich erst einmal absehe von der gegenwärtigen Corona-Covid-19-Situation, auf die möchte ich noch zurückkommen. Aber generell ist der Staat zunehmend ausgehöhlt worden. Selbst in den Vereinigten ist heute ein Großteil auch der klassischen staatlichen Funktionen wie Militär, wie Polizei, wie ist die interne Sicherheit, ist sehr, sehr stark schon an private Sicherheits- und Militärfirmen ausgelagert, sogar die Intelligence und so weiter. Das heißt, und das hat sich sehr deutlich gezeigt in der Zeit von Dick Cheney, wo einfach politische mit ökonomischen Interessen unverschämterweise verbunden wurden. Und das macht Trump ja auch selbst. Das heißt, ich sehe sehr wohl, dass durch die zunehmende Privatisierung eigentlich die Menschenrechte in die Gefahr kommen, dass sie zunehmend auch an transnationale Firmen sich wenden müssen, nicht nur um Geld zu bekommen, sondern zu sagen, ihr müsst eigentlich die Verantwortung übernehmen, die Staaten nicht mehr ausüben. Und das ist nicht die Aufgabe der Wirtschaft, das ist nicht die Aufgabe von transnationalen Konzernen. Die können zwar ein bisschen durch Corporate Social Responsibility ein bisschen was geben, und die Gates Foundation kann der Weltgesundheitsorganisation helfen, weil die Staaten nicht mehr ihre Beiträge zahlen. Aber das ist nicht die wirkliche Idee. Die Idee ist, dass öffentliche Aufgaben öffentlich finanziert werden, und das heißt im Wesentlichen durch Steuern. Und da liegt wirklich eines der Hauptkrisen, die ich heute sehe, dass man in Zeiten, alle wissen, dass die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, von der Klimakrise bis zu allem anderen, die Digitalisierung, die
Gewalt, die zunehmende, die hier herrscht und so weiter, auch die Migration, dass die nur durch gemeinsame Anstrengungen wirklich in den Griff bekommen werden können, diese Krisen. Und wir sehen eine zunehmende Tendenz zu Nationalismus, weg vom Multilateralismus, hin zum, ja, zu einem Egoismus, der es nicht schaffen wird. Und ich mache mir auch wirklich Sorgen um die Vereinten Nationen oder andere internationale Organisationen, die durch diesen Trend abgebaut werden und wenn sie zunehmend unterminieren, natürlich auch deren Funktionen wie Armutsbekämpfung oder eben auch Menschenrechtsschutz, Entwicklung und Friedenssicherung unterminiert. Das ist alles, ich sehe das alles in einem Zusammenhang. Du hast so die Nachkriegs-Euphorie erwähnt, wo die UNO, andere internationale Organisationen. Diese Euphorie scheint im Moment verflogen. Es gibt Leute, die vielleicht auch ein bisschen wie du eben gesagt Sorge haben, dass es in übrigens 20, 25 Jahren die UNO und die Europäische Union in dieser Form noch geben wird. Das ist eine ernste Sorge, die wir alle haben. Der Brexit ist eine Katastrophe für die europäische Integration. Es ist der erste klare Schritt zurück. Es gibt andere Staaten, die in den Startlöchern stehen. Wären die Präsidentschaftswahlen in Frankreich anders ausgegangen, wüssten wir nicht, wo heute Frankreich unter Le Pen stehen würde und so weiter. Das heißt, auch die Europäische Union, die doch unglaublich viel zur Friedens- und Sicherheitsordnung jetzt gar nicht mehr so sehr nur für eine gemeinsame Wirtschaft, sondern wirklich als Friedensordnung beigetragen hat, wird heute in Frage gestellt, weil viele Menschen das gar nicht mehr sehen, den ursprünglichen Gedanken gar nicht mehr nachvollziehen können. Und das Gleiche ist für mich für die Vereinten Nationen. Wir haben viele Weltkrisen, ich schaue mal nach Syrien und so weiter, wo ganz bewusst die derzeitig nationalistischen Politiker von Putin über Trump und andere, Erdogan, hier ganz bewusst versuchen, die UNO zu umgehen, um wieder in den alten Bilateralismus, das ist so das Weltmachtgehabe des 19. Jahrhunderts, zurückfallen, um dort ihre Interessen zu wahren und diese Konflikte zu lösen, unter Anführungszeichen. Und diese Schwächung der Vereinten Nationen könnte wirklich in ein Chaos führen, weil die Menschen, die derzeit als Totengräber des Multilateralismus fungieren, glaube ich, überhaupt nicht einschätzen können, welch großer Wert diese internationalen Organisationen gerade für die gemeinsame Bekämpfung der derzeitigen Krisensymptome spielen. Aber was wäre notwendig, um diese Idee des Multilateralismus wieder zu stärken? Also gerade in der jetzigen sehen, dass zum Beispiel die Europäische Union eine extrem schwache Performance abgeliefert hat und sogar ausgewiesene Europäerinnen wie Macron, der immer wieder vorprescht mit Reformplänen, oder Angela Merkel, sozusagen der Fels in der Brandung, die sind zu zweit rausgegangen als zwei Führer von großen, wichtigen Staaten und nicht als Europäische Union und haben neue Vorschläge gemacht. Was bedeutet das für diese Europäische Union? Ich glaube, dass bei der Bekämpfung einer Pandemie hat leider die Europäische Union viel zu wenig Kompetenzen. Das heißt, das ist weiterhin, Gesundheitsschutz ist einfach weiter eine nationale, primär nationale Kompetenz. Aber natürlich jetzt bei der Fragisierung des Wiederaufbaus, des Hochfahrens der Wirtschaft, das ist eine klassische Kompetenz der Europäischen Union. Und insofern bin ich auch sehr froh, dass Macron und Merkel jetzt doch einen gemeinsamen Weg gefunden haben. Das war ja für Angela Merkel gar nicht so einfach, hier sogar in Richtung auf eine sogenannte Schuldenunion zu gehen. Und ich finde es sehr, sehr bedauerlich, dass die sparsamen Vier, wozu leider auch Österreich gehört, hier querschießen. Aber ich glaube, das ist ein Geplänkel. Das wird dann irgendwann einmal zu einem Kompromiss führen. Ich glaube, dass die massiven wirtschaftlichen Probleme, die das Herunterfahren der Wirtschaft in Zeiten
von Covid-19 gehabt hat, dass die in Europa nur durch die Europäische Union, also gemeinsam gemeistert werden können. Und das verstehen zunehmend auch jene Staaten, die sonst sehr euroskeptisch sind. Also dafür ist es vielleicht sogar ein Glück, dass das Vereinigte Königreich jetzt nicht mehr mitreden kann. Und Staaten wie Ungarn und Polen werden diesem Wiederaufbau nicht im Weg stehen, weil sie selbst ja auch massiv davon profitieren. Du hast die Klimakrise schon erwähnt, die ist jetzt doch einigermaßen in den Hintergrund gedrängt worden durch Covid-19. Wie siehst du die Auswirkungen der Klimakrise auf die Menschenrechtssituation? Lass mich zuerst noch den Link machen zu dem Thema, das wir gerade hatten. Ich glaube, und da komme ich jetzt zurück, was du vorher gesagt hast, ich glaube, dass die Corona-Krise Covid-19, die uns gezeigt hat, dass man mit so einer Herausforderung nur durch, also indem man eben Leben und das Recht auf Gesundheit der Menschen schützt, das nur geht, indem andere Menschenrechte massiv eingeschränkt werden. Und dazu gehört natürlich auch die Erwerbsfreiheit, das Recht auf Arbeit, aber natürlich auch Recht auf persönliche Freiheit, Bewegungsfreiheit und so weiter. Und haben gezeigt, dass es möglich ist, wenn der Druck wirklich groß genug ist, wenn die Notwendigkeit wirklich groß genug ist, weil alle Staaten, die ein bisschen länger gezögert haben, hat sich sehr schnell herausgestellt, haben viel, viel schlechtere Daten und dort ist das Gesundheitssystem viel schneller an seine Grenzen gekommen. Das Zweite ist, dass auch gerade Staaten, die das Gesundheitssystem zu Tode gezeichnet des Neoliberalismus, jetzt die viel größeren Probleme haben. Das heißt, es hat uns vor Augen geführt, dass wir doch um solche Probleme zu lösen, einen sogenannten starken Staat brauchen, das heißt einen handlungsfähigen Staat, der auch noch ein soziales Sicherheitsnetz hat, damit die Menschen, auch wenn sie arbeitslos werden, nicht sofort in die Armut abgleiten. Und ich glaube, wenn wir nicht wieder wie im Jahr 2008 nach dieser Weltwirtschaftskrise einfach nachdem halt gewisse Maßnahmen im Krisenmodus gesetzt wurden, wieder zu Business as usual zurückkehren, sondern jetzt einmal innehalten und sehen, das war alles möglich, um eine Gesundheitskrise zu meistern, dann muss es auch möglich sein, um eine Klimakrise zu meistern. Das heißt, es geht einfach nur um das Bewusstsein, dass die Klimakrise meines Erachtens die größte Herausforderung ist, vor der wir stehen, wenn wir nicht in diesem Jahrzehnt massiv, wirklich massiv umdenken und CO2 wirklich reduzieren massiv, dann wird es irreversibel werden. Das heißt, wird die Erderwärmung und damit natürlich alle damit verbundenen Katastrophen und so weiter wirklich irreversibel werden. Wenn die Erderwärmung mehr als 2 Grad Celsius beträgt, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig sein. Das heißt, wenn dieses Bewusstsein, und das ist eine Frage der Bewusstseinsbildung, also auch der Frage der Wissenschaft, hier entsprechend einzuwirken auf die Politik, wenn das einmal wirklich akzeptiert ist, dann haben wir jetzt gesehen, dass die Staaten imstande sind, hier einzeln, aber auch gemeinsam miteinander die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Das heißt, ich versuche, die wirklich Covid-19-Pandemie auch als eine Chance zu sehen, um wirklich umzudenken. Wir müssen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, die Pariser Klimaziele, aber auch die nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030, da haben wir genau noch 10 Jahre Zeit. Und dieses Jahrzehnt ist das wirklich Entscheidende. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir aus der derzeitigen Situation auch die positiven Lehren ziehen, dass der Staat wieder die Oberhoheit über die Wirtschaft zurückerobert. Das muss er, wenn er das nicht tut. Und der Staat und gemeinsam mit internationalen Organisationen, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig werden. Ja, der Staat muss wieder zurückkehren in die Aktion. Ein schönes Wort. Bin nicht ganz sicher, ob das wirklich so passieren wird, obwohl die Voraussetzungen dafür, wie du gesagt hast, eigentlich alternativlos sind. Wir haben jetzt 1,3 Millionen Leute in Kurzarbeit. Die wird jetzt wieder verlängert. Es ist nicht abzusehen,
ob diese Situation im nächsten halben Jahr sich so stark verbessern wird, dass diese Kurzarbeit wieder so umgewandelt werden kann, dass die meisten davon wieder in reguläre Arbeitsplätze kommen. Gleichzeitig haben wir mehr als 500.000 Arbeitslose in Österreich. Und da sieht man, wie alles zusammenhängt. Die Klimakrise wird das Ganze verschärfen. Also man braucht ja nur Landkarten aufeinanderlegen, die zeigen, wo sind die Gebiete mit der größten Bevölkerungsdichte und dem größten Bevölkerungswachstum. Die Regionen werden am stärksten betroffen sein von den Auswirkungen der Klimakrise. Das deckt sich weitgehend. Das heißt, die Leute werden sich auf den Weg machen. Die werden nicht warten, bis sie erhungern oder ertrinken. Und das wird Europa, Nordamerika treffen und wiederum die Sozialsysteme und die Wirtschafts- und Arbeitsmarktsysteme in weitere Spannung treffen. Das heißt, es geht wahrscheinlich nur so, dass der Staat, staatliche Institutionen neu gedacht wird, dass auch das, was Wirtschaft unter Wirtschaft verstanden wird, neu gedacht wird und das, was wir unter Recht auf Arbeit bis jetzt verstehen, neu definiert wird. Wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Ich sehe es vielleicht nicht ganz so schwarz, weil ich doch weiterhin an die Vernunft der Menschen und das Szenario, das du jetzt geschildert hast, ist ja das Worst-Case-Szenario. Das heißt, wenn nichts getan wird, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, dann werden wir diese Milliarden haben, die dann denen gar keine Alternative mehr bleibt, Länder zu verlassen, weil sie dort einfach nicht mehr sich und ihre Familien ernähren können, wegen Katastrophen, ob das jetzt Dürrekatastrophen sind oder Flutkatastrophen, Hurricanes und so weiter, alle diese Auswirkungen, die ja nachgewiesenermaßen auf die Klimaveränderung zurückzuführen sind. Wenn es wirklich zu dieser Katastrophe kommt, das heißt, wenn wir nichts machen oder zu wenig machen, um das einzudämmen, dann glaube ich, dass sich überhaupt das Zusammenleben der Nationalstaaten völlig ändern wird. Dann wird, ich glaube nicht, dass wir dann zurückschlüpfen können plötzlich in unsere nationalen Identitäten und die Reichen sich dann abschirmen können. Es ist einfach, wenn der Migrationsdruck derart zunimmt, und das haben wir 2015 gesehen, man kann keine Festung Europa wirklich bauen, und sonst könnte man auch nur ich glaube nicht, dass in dieser Krisensituation wir mit dem derzeitigen noch immer irgendwie westfälischen System weiterkommen. Dann muss es zu einem völlig neuen politischen System kommen. Das kann nur im positiven Sinn in Richtung auf einen Weltstaat gehen, im negativen Sinn in Richtung eines Kampfes aller gegen alle. Das hoffe ich doch, dass wir vermeiden können. Das heißt, ich gehe schon nach wie vor davon aus, dass wir die Klimakrise irgendwie in den Griff bekommen können und dann auf der Basis starker internationaler Organisationen mit den Folgen umgehen können. Und das heißt, zum Beispiel, weil du auch das Problem der sozialen Sicherheit angesprochen hast, ich glaube, dass wir irgendwann, was Spanien jetzt gerade eingeführt hat oder mal einführt, also ein Mindesteinkommen für alle zu schaffen, das geht aber dann nicht mehr auf der nationalen Ebene, das geht nur europäisch und letztlich auch mal weltweit. Ja, das Problem ist ja, dass wir nicht nur diese beiden Krisen jetzt haben, die Klimakrise und die Covid-Krise, sondern da wird sich jetzt anschließen eine Wirtschaftskrise ungeahnten Ausmaßes, wo viele Experten sagen, das, was wir 2008 erlebt haben, war harmlos dagegen in der strukturellen Zusammensetzung. Und dann kommt natürlich, und das ist auch jetzt weitgehend zurückgedrängt worden im öffentlichen Bewusstsein, die technologische Revolution, die Automatisierung, Digitalisierung.
gibt viele Leute, die sagen, dass die Automatisierung jetzt mit den Erfahrungen von Covid einen neuen Schwung kriegen wird, dass Unternehmen, Unternehmerinnen, die ohne dies schon darauf vorbereitet waren, dann, wenn es besser, billiger, günstiger ist, automatisieren werden, dass das noch einmal schneller passieren wird. Was wiederum bedeutet, dass Studien 30% der Arbeitsplätze, die wir jetzt kennen, werden in 20 Jahren nicht mehr vorhanden sein, dass das realistischer wird denn je. Das heißt, diese Kumulation von Krisen, die wir jetzt erleben, es ist keine Schwarzmalerei, was ich betreibe, sondern es ist eigentlich ein Aufruf, endlich rasch sich darauf vorzubereiten. Ich glaube, zum Teil können wir diese Dinge, Entwicklungen gar nicht mehr abwenden. Wir werden die Wirtschaftskrise nicht abwenden können. Wir werden bestimmte Auswirkungen der Klimakrise nicht mehr abwenden können. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, mit neuen Paradigmen in der Wirtschaft, mit neuen Paradigmen vor allem auch in der Politik und in der Bildung, um die intellektuelle und auch emotionale Basis bei den Menschen dafür zu schaffen. Ich glaube sehr wohl, dass wir uns auf völlig geänderte Arbeitssituationen, der Wert von Arbeit wird sich grundsätzlich ändern durch die durch Artificial Intelligence, durch die ganze Automatisierung. Das heißt, und das sehe ich mal im Prinzip auch als etwas Positives, indem man eben auch sagt, Menschen muss ein gewisses Mindesteinkommen gesichert sein, dass sie in Würde überleben können, auch ohne Arbeit. Das heißt, dass auch das Recht auf Leisure, das Recht auf Freizeit wird auch eine viel, viel wichtigere Rolle spielen, wo wiederum es auch darum geht, dass der Staat hier eine gewisse Verantwortung übernimmt, dass die Freizeit nicht nur Freizeitindustrie, die ja sehr, sehr teuer ist, bedeutet, sondern dass es auch sinnvolle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gibt, die nicht viel kosten oder die nichts kosten. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite glaube ich, und das hoffe ich, dass wir aus 2008 gelernt haben, dass wir in der derzeitigen Situation, wo diese massive Wirtschaftskrise bewerkstelligen müssen, wirklich umdenken in der Art und Weise, wie das zu bezahlen ist. Also ich glaube, dass wir und viele der Ungleichheitsökonomen haben das ja alles, haben ja viele Szenarien auf den Tisch gelegt, dass wir endlich wieder zurückkehren müssen zu einer, ich nenne es jetzt einmal Reichensteuer, aber es geht im Wesentlichen darum, dass das Kapital, das Vermögen viel, viel stärker bestärkt wird, dass die Einkommensteuer viel progressiver gemacht wird, wie das ja früher gang und gäbe war. Bis zu Reagan war auch in den Vereinigten Staaten bis zu 90% Einkommensteuer im höchsten Einkommensteil. Das heißt, dass eben nicht wer wieder so wie es bisher war, eigentlich der Mittelstand die Hauptlast zu sparen getragen hat, sondern es wirklich die Reichen und Superreichen zur Kasse gebeten werden, die zum Teil selbst das Gefühl haben, dass das unethisch ist, dass weniger als 100 Menschen mehr verdienen als die halbe Weltbevölkerung. Das ist irgendwann nicht mal nachvollziehbar. Und da kann ich, glaube ich, dort kann man sehr, sehr viel. Es geht nicht darum, dass diese Leute dann eben aus Philanthropie dann Stiftungen schaffen und wir dann dort um Almosen ansuchen müssen, sondern dass sie zur Kasse gebeten werden, weil es die Aufgabe des Staates ist. Das geht aber wiederum nur international. Wenn das die einzelnen Staaten machen, dann weichen die woanders hinaus. Das wissen wir alles. Das heißt, aber es ist möglich, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, ist es möglich, hier auf eine andere, auf eine die Wirtschaftskrise auch wiederum als einer neuen Umverteilung. Gemeinsam daran arbeiten heißt oder hieße auch viele neue Themen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir erleben jetzt viele Pressekonferenzen
nicht nur in Österreich, wo Expertinnen, Wissenschaftlerinnen an der Seite von Politikern ihre Expertise zum Besten geben, erleben wir eine Renaissance der Wissenschaft, eine neue Rolle von Wissenschaft in der Politik. Wird die Wissenschaft zum faktenliefernden Komplizen oder von einer entpolitisierten Politik, oder gibt es wirklich den Weg einer faktenbasierten Interessenspolitik in Richtung einer, wie Kelsen gesagt hat, Politik oder Demokratie, deren Ziel es ist, Kompromisse für alle zu schaffen? Was ist die Rolle der Wissenschaft? Wie kann Wissenschaft gesellschaftsrelevant nach unseren heutigen ganz anderen Maßstäben werden? Ich glaube, die Covid-19-Pandemie sehr deutlich gezeigt hat, dass der Politik gar nichts anderes übergeblieben ist, dass sich hier wirklich an der Virologie und sonstigen Wissenschaften zu orientieren, auch an jenen Wissenschaften, die die möglichen Szenarien entwickelt haben. Wenn ich das tue, dann wird sich das ergeben. Und wenn ich 3 Tage länger warte, dann steigt die Kurve noch viel steiler und führt uns schneller zum Kollaps des Gesundheitssystems und so weiter. Das heißt, ich kann mich kaum erinnern an eine Zeit, wo die Wissenschaft so sehr gefragt war, die wesentlichen Daten zu liefern, an denen sich dann die Politik nicht immer hundertprozentig, aber doch im Wesentlichen orientiert hat. Da gab es Unterschiede in Schweden und bei uns, aber im Wesentlichen hat man sich hier an den wissenschaftlichen Aussagen orientiert. Das müssen wir übernehmen für andere Bereiche. Im Bereich des Klimawandels gibt es ja unendlich viele Wissenschaftler, den Internationalen Klimarat und so weiter, die uns ja seit vielen Jahren genau zeigen, wohin die Situation führt, wenn wir nicht entsprechend schnell agieren. Vielleicht lernen wir daraus, dass man endlich einmal aufhört, den Klimawandel überhaupt zu leugnen, beziehungsweise zu sagen, das ist alles nicht so schlimm und das wird die Wirtschaft schon irgendwie selbst organisieren können. Ich sehe das jetzt nicht als eine große Renaissance der Wissenschaft, aber ich sehe das nicht eher als eine Komplizenschaft der Wissenschaft mit unangenehmen politischen Entscheidungen. Ich glaube, dass die Entscheidungen notwendig waren. Das hat sich, glaube ich, wirklich bewahrheitet, um größeres Unheil zu verhindern. Und ich glaube auch, dass jetzt in dem langsam wieder Hochfahren des gesellschaftlichen Lebens, aber auch der Wirtschaft, eben sehr wohl auch die Wissenschaft eine wesentliche Rolle spielt. Und man müsste auch sagen, bei der Ungleichheitsökonomie auch wiederum endlich beginnen, auf die nicht nur neoliberale Ökonomen, sondern auch andere Ökonomen zu hören, die sagen, die neoliberale Wirtschaftsordnung hat uns in eine Sackgasse geführt. Ich glaube, dass das den Menschen und auch Politikern zunehmend bewusst wird. Und deswegen bleibe ich Optimist, dass wir hier auch irgendwann einmal einen Wandel erleben werden, wo die Wissenschaft doch eine größere Rolle spielen wird. Also ich sehe das auch wiederum eher positiv als negativ. Und wenn es darum geht, dass man irgendwann einmal auch den Menschenrechtlern und der Menschenrechtswissenschaft wirklich zuhört und sagt, eigentlich ist das ein tolles System, was hier geschaffen wurde und was wir jetzt zunehmend demontieren, eigentlich auch nicht das Gelbe vom Ei, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Vielen Dank. Die große Herausforderung wird sein, diese Expertisen, die es ja gibt, miteinander zu verbinden. Jetzt erzählt der Virologe über die virologische Sicht und der Arbeitsökonom über die ökonomische Sicht und der Gesundheitspolitiker über die von Gesundheitsökonomie und der Menschenrechter über Menschenrechte. Du bist einer der wenigen, der diese Grenzen zu überschreiten bereit ist. Das wird diese große Herausforderung, dass nicht in 20 Jahren Politiker alleine dilettieren müssen, weil sie das nirgendwo lernen konnten, wie diese Dinge alle zusammenhängen und welche Strategien man entwickeln muss, um eine politische Politik zu machen für die Menschen. Ich danke dir, Manfred, für das interessante Gespräch. Wir beide arbeiten ja an diesen
disziplinenübergreifenden Bildungsangeboten sehr intensiv. Ich hoffe, Sie hatten Gelegenheit, einiges aus diesem kurzen Gespräch mitzunehmen und daran weiterzuarbeiten, in Ihren Kolleginnen, Freunden, in der Familie, im Bereich Ihrer Arbeitsstätte weiter zu diskutieren. Das nächste Gespräch findet schon morgen statt. Morgen Donnerstag, 4. Juni um 19 Uhr spricht Eva-Maria Stadler mit dem Philosophen Srećko Horvat. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuschalten und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen.